So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Odyssey. Wir spielen jetzt der Wärter, das ist glaube ich Part 4, den wir jetzt angefangen haben. Part 3 und Part 1 findet ihr auf dem Kanal von Carina, Link in der Beschreibung. Und dann fangen wir mal an. Da sind wir vorher stehen geblieben. Wir haben es eben der Monde gesammelt und wir können jetzt in andere und können jetzt in die Wüstenwelt. Möchtest du einen Steuer? Ist ganz einfach. Wähle Wüstenwelt, drück A und schon geht's los. Wenn das im echten Leben doch auch nur so wäre. Was gibt's? Da sind wir, der rote Punkt. Boah, ich will nicht diesen Menschenwelt. Ja, noch New York City. Oder die Donks, New Donk City, irgendwie sowas. Ja, genau. Das und das Geile ist, Matt. Ich bin mal kusch. Einen Hut bekommen. Jo. Hut. Oh, ich meine, tut. Nein, wie gefährlich der Kapitänsmütze. Ganz schön fesch, oder? Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich. Bowser, richtig. Gut, mit der Odyssee holen wir ihn 0, nichts an. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Ich will die Zeitung haben. Reisetipp, Stampfattacke. Oh, die können. Und. Nein. Verdammt. Und mit Blöcken oder Gegnern unter Bodenunebenheiten fertig zu werden. Warum kannst du nicht mal lesen? Keine, das ist ein komisches Wort. Bodenunebenheiten fertig zu werden. Geht nichts über eine Stampfattacke. Haben wir schon ausgeführt. Drücke ZL in der Luft und mit Hilfe einer Stampfattacke alles unter dir zu pulverisieren. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Falls du mal was nachschlagen möchtest, kannst du jederzeit einen Blick in die Anleitung werfen. Okay, cool. Machen wir mal. Cool. So ist das eh alles immer mit aber der Pro-Controller ist gar nicht angezeigt, okay, weil wir mit dem nicht spielen, aber. Wäre interessant, wenn der angesteckt ist, ob das ein anderes angezeigt wird. Was mein Buch? Ja klar, weil du mit Grip spielst, hast, ist auch nur. Schaut anders aus und ich weiß gar nicht, hat der Bewegungssteuerung? Ja, das schon. Ja, dann schauen wir mal weiter, oder? Du kannst jederzeit das Menü mit Plus öffnen und die Anleitung auswählen. Schauen wir doch mal, was hier über das Wüstenland steht. Wie der Name vermuten lässt, ist es von Eis, Sand bedeckt. Das ist Absicht. Und wohl auch ziemlich heiß. Dort gibt es Ruinen zu sehen und jetzt kommt's. Sand. Den sogenannten Ring der Einheit. Ja, der Ringe. Der bindet Leute wie ein Ehering. Den wir Pause haben, ja. Außer klingt der ganz nach jemandem, der einen kostbaren Antiquität
für seine Scheinhochzeit stehlen würde, für die er schon längst Plakate hat. Photoshop lässt grüßen. Nee, wie will ich sie sonst? Er hat sie 5 Minuten gefangen genommen. Ich glaube, das haben wir auf der Game City. Ja, 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 das haben wir auf der Game City dann gesagt. Ja, ja, nach das 10, kann ich mich noch erinnern. Nach 10.000 Jahren und das aber noch in der Handheld-Version. Ja, meine Handheld-Version hat sich mir auch voll gut ausgeschaut. Ja, Oma, auch die Mühle. Ich gehe dann. Ich gehe nicht. Ja, 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 ja. Ja, ja. Wir haben es geschafft. Unsere erste Fahrt mit der Hut-Odyssee war ein voller Erfolg. Wir sind nicht abgestürzt. Yay, wir leben noch. Es ist furchtbar kalt. Und ich dachte immer, in der Wüste wäre es heiß. Nein, es gibt nicht auch kalte Wüsten. Es gibt auch Eiswüsten. Schauen wir, glaube ich, dann anders aus. Die werden, glaube ich, weiß, oder? Hm. Warum leuchtet das auf der Turmspitze? Ah. Ist das etwa ein Mond? Hä? Warum habe ich die nicht die normale Käppi? Das ist das aus. Können wir den übernehmen? Ich glaube nicht. Machst mir Angst? Stirb. Mir ist kalt. Was ist hier nur passiert? Alles fror auf einmal ein. Brutzel-Ebene Siedlung. Komm schon, Taxi, ich warte schon seit einer halben Ewigkeit. Wir kommen in unserem Shop. Gut, können wir was kaufen? Ich wollte was kaufen. Herzlich willkommen. Reden wir mal kurz über deine Münzen. Du besitzt Münzen und deine... Ah, das sind die Lilienmünzen. Lilienmünzen. Münzen kannst du überall einsetzen. Lilienmünzen kannst du nur in den Laden, in dem du sie gefunden hast, ausgeben. In dem Land, also in dem Laden, nicht Laden. Mhm. Hallo, die traditionelle Kopfbedeckung der Brutzel-Ebene schützt die Augen vor sengender Sonne und ist einfach ein lässiges Accessoire. Du kannst nicht. Die haben wir ja dann nicht gefunden. Die können wir ja dann nicht ausgeben. Ja, die haben wir ja nicht gefunden. Ja, okay, aber wir können das einfach nur umstylen, okay? Ich glaube, da bei dem ist es mit. Hallo! Ja, das sind die normalen Menschen. Kann man sich was. Okay. Was ist das Crash kaputt tut? Aber die können, das ist auch nur ein Outfit, die können nichts, aber die ersten beiden können ja was, oder? Dieses Herz vom Atem erhöht deine maximale Lebenskraft. Nehmen wir sich das? Ja. Also tut dieses. Ach was? Ja. Ja. Haben wir jetzt 6 Herzen oder nicht? Mit dem wird sich da auch nichts. Yay, kann man sich noch eins kaufen? Nein. Mann. Aber der Mond kann nichts, ne? Dann wieder raus hier. Yay. Das heißt, wir können dann später mal dann die lila Münzen gefunden haben. Ah, da! Nee, hey, das sind aber nicht die, die wir gesehen haben. Nein, das sind andere. Ach so, jetzt, ich glaube, ich weiß, was das ist. Was? Man hat ja gesehen, dass man immer andere Sachen einsammeln kann in manchen Welten, in den Trailern. Einmal sammelst du ja Münzen, einmal sammelst du Ringe, einmal sammelst du den, also immer verschiedene Diamanten, Sachen. Diamanten, glaube ich, gibt's auch. Genau, und du tust, glaube ich, immer pro Welt andere Sachen einsammeln, okay, und kannst dich eben noch anders klären. So, glaube ich, läuft das. Das erklärt das. Mach einfach im Odyssey ein Dress Me Up Mario. Juhu. Da gibt's keine Münze mehr. Können wir da oben klettern? Nein. Er hat das in jede Welt gebracht. Da haben wir schon. Oh Gott, wie viele Monde es gibt. Oben links, neben den Münzen und der Münze und dem komischen Dreieck. Achso, das heißt, wie viele. Kaktusse, ich meine Kakteen. Ja! Nein, das war keine gute Idee.
Ja, ich muss mir dann auch sterben. Mario rammt sich gegen den Tag Kaktus und stirbt. Ich bekomme mich Schau. warten. Und abschießen. Das sind gemacht. Ja, pass auf, Mann. Da waren wir noch nicht. Yay. Das haben wir, glaube ich, gespielt. Das war, glaube ich, Ja, das. genau. Das ist das ganze erste, wird eigentlich quasi nur Tutorial. Genau, das ist das erste. Yeah. Drei Parts und ein Tutorial. Das ist ein gefühlte Hot. Oh. Da kommt mir Sperre. Yay. Müssen wir sich wieder, glaube ich, einen Anzer Billhorn. Ist überhaupt zu weit? Wo sind die? Ich glaube, da muss man einfach Warte, warte, gibt's eine Tafel. Das ist die Stampfattacke. Ach so, das müssen wir. Auch das. Ja, Münzen, wir können so ein cooles Outfit kaufen. Ja, stimmt. Aber was würde, wenn wir keine Münze haben und sterben gehen, wenn dann gehen wir rüber? Das geht nicht. Müsste So. da ran? Da müssen wir. Ja, wie gesagt, eben mit einem, mit einer. Wo ist die Voll schwer. Münzen nicht? Ich würde das 2D Level spielen. Okay. Okay. Da muss ich doch. Hä? Was? Warte Auf. mal. Alter! Was? Was auf? Wieder. Okay, also wie ich immer schon dachte, das ist Dreierherz, da gilt nicht für immer, das ist ein einmaliger Kauf. Oh, ja, ich dachte es. Ja, was ist mit mir? Ich bin so unfähig. Warte, Moment mal. Ha, Mund. Hey. Oh ja, was ist Willst du mich mit sich? verarschen? Oh ja, was ist mit dir? Was ist Was? das für ein Ding? Warte, da waren Monde. Monde. Warte, tust du da mit der Bewegung? Ja, du tust mit der Bewegung. Ja. Monde gesehen. Ah. Kannst auch mit R. Okay, da haben wir so ein 2D-Döns. Da müssen wir hin. Das ist eigentlich nur eine Kamera. Das Okay, gut. Ich verkommt. Weg da. Können wir den übernehmen? Ja, will ich ja. Du warst so knapp. Wohin? Ich sag darüber. Wo? Soll ich mal versuchen? Ja. Hui, da bin ich. Hui. Mach es. Das ist wieder so. Die können wir nicht kaputt machen, nur die kleineren. Yay!
Ich wieder? Ja. Mach ich Harakiri. Nein. Aber ich frage mich echt, wird es in dem Mario auch Power-Ups geben? Also so wie eben den Tanuki. Ich liebe Tanuki. Ich glaube, sowas gibt, weil du einfach hier hast und durch das eben die ganzen Sachen steuern. Und das heißt, okay, dass du hast einfach... müssen sperren. Du kannst... Warte, holen sie noch den Mond, oder? Dass du kannst einfach dein Outfit verändern, aber ansonsten nicht wirklich ein Power-Up kriegen. Speichern. Und da geht ihm was auf. Mondstücke im Sand. Oh Gott, nein. Farben bis zum Abwinken. Cool, das schon anders aus. Oder? Mhm. Hey. Ne? Ja. Warte, ich glaube, können wir den gesteuern? Nein. Warte. Aber so. Okay, gut, das. Wir wissen, was das ist. Okay, am besten nicht aktivieren. Warte, da haben wir wieder. Hüpf rüber. So. Haben wir kriegen. Nein, das. Würde ich irgendwie kriegen? Ich dachte, das bewegt dich vielleicht. Ah, ist voll. Jetzt müssen wir zu dir. Ja? Okay, das ist cool. Ich wollte die Dreiecke haben. Die Mond ist in deinem Sand, okay. Tour mit meiner ersten. Ich hoffe, es geht. Warte, wenn wir das denn beenden, bleibt das denn der Warte machen oder? Bleib schon, oder? Wir nehmen nicht über eine Viertel, fast 20 Minuten auf, also von daher. Du musst noch ein bisschen rum und dann. Hier ist ein Vogel da drin. Wenn ich den nicht abschieße. Ah, okay. Hä? Das war gerade ein Buff? Nein, ich glaube. Ja, mich nicht. Und das war. Wie kriegt man das mit? Das muss man irgendwie aktivieren. Ja. Gute Frage. Da haben wir wieder was. Ich wollte das eigentlich noch nicht so machen. Aber ich. Muskelte gefühlte Haar. Dieser Bowser scheint ganz schön sauer gewesen zu sein. Warum? Weil er keinen Kuchen bekommen hat? Also, warte, da ist auch wieder. Wir brauchen ja fünf von den Dingen. Ah, oh, Mikro. Vielleicht kommen wir dann weiter, vielleicht sind der erste sicher dann. Da brauchen wir noch. Cool. Das ist das komische Leuchtding. Also ich glaube, es geht jetzt dann an, wenn wir alle gefunden haben, oder? Ja.
ich weiß schon, was es ist. Das ist so genauso wie bei Mario 64 ist von einem Stern. Wenn du, glaube ich, davon fünf hast, kommt dann ein Stern und. Das ist da halt genau. Ja, ich lege dich runter. Ja, was sind die anderen beiden? Würde nur schauen, wie wir raufkommen. Da. Nun los. Das müssen wir vielleicht die Kappe werfen, aber das ist das, vorher keiner sagt. Okay, da ging's. Hey, Mario ist David Copperfield. Aha, erster Mond. Kommen wir nicht drauf. Keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir irgendwas dafür. So, die Entwickler sagen, okay, passt. Die ersten paar machen wir verpackt und dann lassen wir runterfallen. Okay, passt. Ah, ich verstehe sehr, warum ich in der Luft immer gegangen bin. Willst du mir mal suchen? Ja. Waren wir da? Ist die richtig? Ja. Hä? Hä? Was? Da kann ich nicht starren können, hast du irgendwas gedrückt? Nein, ich hab gar nichts gemacht. Was haben wir? Okay, da kann man anscheinend wirklich irgendwie dingen, aber ja. Das Spiel ist verpackt. Juhu, ich bin Jesus. Dafür über die Luft. Wo ist das Spiel? Wir haben einen Bug gefunden, das geht gar nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Bug ist. Oh ja. Ich hab schon. Vielleicht müssen wir darüber da mehr laufen können. Ja, okay. Vielleicht können wir darüber. Ja. Und jetzt darüber. Okay. Ja, Mann, bin ich gut. Einfach so eine Luft. Ich dachte, das ist der letzte Mond, aber ich glaube, der ist irgendwie. Ich glaube, der Stern, wenn wir da hingehen. Du musst einfach nur die Kappe werfen. Also, hä? Was machst du? Ich dachte mir, vielleicht können wir den irgendwie dahin steuern. Nein, das geht nicht so. Ach so. Ja, das sein können. Was nehmen wir nochmal? Da ist irgendwas geschaut. Warte nochmal. Ah, ach so. Ich wusste doch, mit dem geht das irgendwie. 5000 Jahre später. Ich wusste doch, mit dem geht das. Ich war nur ein bisschen voreilig. Yay, man sind wir gut. Wir sammeln aber vorher noch die Linie. Wenn wir den noch finden und dann beenden wir den Part, ehrlich gesagt. Sind die da? Da. Warte, nicht so. Mach du? Nicht. Also da, also da. Ich mit der Münze?
Mütze? Kappe? Ich wollte nicht. Oder ich war schon wie warte, was? Was? Ich muss nur noch wieder rum und herum gehen. Ah, siehst du? Das ist nicht verpackt, das ist aber nur unsichtbar. Mit dem kannst du sehen. Warte. Also ich komme da eh drauf. Nein, doch nicht. Aber die sind unsichtbar einfach. So, die sind nicht verpackt. Nein, die sind unsichtbar. Wir müssen aber schauen, dass wir genau hinkommen. Also wir müssen genau gucken, wo das. Was genau da? Ja, und es geht langsam. Ich habe Angst. Ich habe einen sehr nervösen Finger. Okay, das Spiel ist doch nicht verpackt. Sag ich hier. Ich habe mir gedacht, es geht ja nicht so. Oh. Ich habe nicht gewusst, wo das ist. Einfach gerade gehen. Das ist nicht so leicht. Eigentlich schon, aber ich krieg's nicht hin. Ja, wir haben schon gesammelt, schau. Immerhin, gibt es doch welche? Nein, jetzt holen wir einfach diesen. Na passt, dann machen wir das und dann. Ja, wo ich was. Tu nichts und überleg das. Hä? Tu nichts und überleg das. Hm. Ein Mond für dich, Mondstück im Sand. Yay. 2 von 10.000. Ja, kann man das da machen? Hm. Also, okay. Nur da rein. Kopfstadt Pyramide Showdown. Hilfe! Ist das Peach? Was, dann beenden wir den Part da und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.